Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen, Hessens Weg aus der Corona-Krise, so lautet der Titel der heutigen Regierungserklärung. Die Worte Arbeitsplätze schützen kommen im Titel leider nicht mal vor. Dabei müsste es doch die erste Priorität in dieser Krise sein, die Arbeitsplätze der Menschen zu schützen, die durch ihre alltägliche Arbeit die Gesellschaft am Laufen halten und die den Wohlstand in diesem Land erarbeiten, der auch schon vor Corona äußerst ungerecht verteilt war. Herr Minister, Sie danken den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und im Gesundheitssystem für ihren Einsatz. Warme Worte haben die Betroffenen viele gehört, aber das bezahlt ja bekanntlich keine Miete. Gerade findet ja die Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr und im öffentlichen Dienst statt. Die Beschäftigten kämpfen für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingungen. Heute streiken die Bus- und Straßenbahnfahrer, an vielen Orten unterstützt von Fridays for Future. Und auch Beschäftigte in den Kitas, im Gesundheitswesen und in der Pflege streiken, denn sie fordern, dass der Applaus zu Beginn der Krise nun auch in spürbare Verbesserungen umgesetzt werden. Aber leider haben die öffentlichen Arbeitgeber bis heute nicht einmal ein Angebot vorgelegt für diese Tarifrunde. Unsere Solidarität gilt den Streikenden. Ihr seid systemrelevant und unverzichtbar. Und Dankbarkeit für eure Arbeit heißt breite Unterstützung und Solidarität für euren Streik. Denn nicht der Streik ist unzumutbar, sondern der Normalzustand in vielen Krankenhäusern, in vielen Kitas und im ÖPNV. Wenn da Pflegekräfte dauerhaft überlastet sind, wenn Erzieherinnen viel zu große Gruppen betreuen und Busfahrer ihre Pausenzeiten nicht einhalten können und nach der Schicht zum Zweitjob gehen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, dann ist das nicht hinnehmbar. Und bei öffentlichen Arbeitgebern ist das erst recht nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Die Beschäftigten kämpfen mit ihrem Streik nicht nur für sich, sondern auch für ihre Patienten, für ihre Kita-Kinder, für ihre Fahrgäste und für alle anderen, die auf einen gut ausgestatteten öffentlichen Dienst angewiesen sind. Und nun ist es so, dass für die Arbeitgeber es ja immer der falsche Zeitpunkt ist, um zu streiken. Aber Streik ist ein Grundrecht, und das gilt auch während der Corona-Pandemie, zumal keiner absehen kann, wie lange sie noch dauert. Und in diesem Sinne wünschen wir den Beschäftigten viel Erfolg bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Forderungen. Herr Minister, in Hessen bangen gerade Tausende Menschen um ihre Arbeitsplätze. Continental will gleich mehrere Werke in Hessen schließen, etwa in Babenhausen, in Karben oder in Schwalbach. Der ABB-Standort in Hanau-Großauheim ist in Gefahr. Norma in Maintal will Arbeitsplätze abbauen. Wir sind also mittendrin in den Verteilungskämpfen um Krisenlasten, und einige Konzerne, das muss man so deutlich sagen, missbrauchen diese Krise, um lang geplante Sauereien und Verschlechterungen zu Ungunsten der Beschäftigten durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und das zeigt der Fall Continental doch ganz deutlich. Der Konzern will Tausende Arbeitsplätze in Hessen, in Deutschland streichen und sie zum Teil ins Ausland verlagern. Und gleichzeitig wird den Aktionären eine Dividende ausgeschüttet. Bei der Kundgebung bei Conti in Karben habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der seit 45 Jahren in diesem Werk arbeitet, der mit 14 dort seine Ausbildung begonnen hat und der in 5 Jahren sein 50-jähriges Firmenjubiläum dort feiern würde. Er würde sein Jubiläum feiern und dann in Rente gehen. Aber der Standort soll 2023 geschlossen werden. Es geht hier um Familien, und es geht um Existenzen. Es geht um Menschen und nicht einfach um Kostenfaktoren in Bilanzen eines Unternehmens. Die Landesregierung muss sich für diese Beschäftigten einsetzen, und deshalb haben wir heute auch einen Antrag eingereicht. Wir fordern die Landesregierung auf, dass sie Druck macht auf Conti und klarstellt, dass ein so unsoziales Verhalten nicht akzeptabel ist, meine Damen und Herren. Stattdessen erklären Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir windelweich, wir werden erneut auf Continental zugehen, um die Bedeutung des Unternehmens für Hessen noch einmal deutlich zu machen.
Das wird den Conti-Vorstand sicher schwer beeindrucken. Herr Minister, so kleinlaut und so verhalten kennt man Sie sonst ja eher nicht. Hier im Landtag treten Sie ja meist ein bisschen anders auf. Nein, das ist nicht die Kampfansage, die sich die Beschäftigten erhoffen. Statt sich vor einem Konzern klein zu machen und dessen große Bedeutung für das Land zu betonen, sollte man den Vorstand mal daran erinnern, dass Eigentum verpflichtet und dass man diese Krise nicht einfach auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abwälzen kann, meine Damen und Herren. Es geht um den Erhalt der Arbeitsplätze, es geht um den Erhalt der Standorte und es geht um einen sozial-ökologischen Umbau der Automobilindustrie. Statt an veralteten Technologien festzuhalten, müssen zukunftsfähige Konzepte umgesetzt und der Strukturwandel politisch gestaltet werden. Und da darf sich die Politik nicht wegducken. Denn auch dieses Problem wird der Markt nicht lösen, meine Damen und Herren. Und auch am Flughafen bangen Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze. Als es um den Flughafenausbau ging, wurden ja hier im Landtag immer die Arbeitsplätze als wichtiges Argument angeführt. Jetzt sind tausende Jobs bei der Lufthansa gefährdet. Die Bundesregierung hat die Lufthansa mit Steuermilliarden gerettet, aber auf jede Einflussmöglichkeit und Arbeitsplatzgarantie verzichtet. Die Leidtragenden sind die Beschäftigten. Die Lufthansa-Tochter LSG wird verkauft. Für die Beschäftigten bedeutet es Lohneinbußen von bis zu 30%. Und auch die Fraport, wir erinnern uns, mehrheitlich im öffentlichen Besitz, will Arbeitsplätze abbauen. Auch dazu schweigt die Landesregierung, auch dazu haben Sie nichts gesagt, Herr Minister. Sie sagen, Hessen komme bisher gut durch die Krise. Das stimmt, wenn man sich die Infektions- und Todeszahlen anschaut. Aber für viele Menschen im Land verschärft sich die soziale Situation. Viele Minijobber und Leiharbeiter, viele Studierende haben ihre Jobs verloren. Die Corona-Krise verschärft auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Es gibt bundesweit 8% weniger Ausbildungsstellen als im Vorjahr. Und in Hessen liegt die Zahl mit 10% noch etwas höher. Im August waren in Hessen immer noch 375.000 Menschen in Kurzarbeit, also fast jeder sechste Arbeitnehmer. Und das bedeutet enorme Einkommensverluste, gerade für die, die vorher schon wenig verdient haben. Die Zahl der von Armut bedrohten Menschen in Hessen wuchs in den letzten 10 Jahren gegen den Bundestrend deutlich von 12% auf 16%, also um ein Drittel. So viel wie in keinem anderen Bundesland. Das reiche Hessen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt. Aber diese und die weiter jetzt drohende, zunehmende soziale Spaltung in dieser Krise, die haben Sie überhaupt nicht angesprochen. Aber viele Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Zukunft in Corona-Zeiten. Ja, es gibt Branchen, die mussten nur einige schwierige Monate überstehen. Denen war mit Maßnahmen wie Kurzarbeit, Soforthilfe oder Überbrückungskrediten geholfen. Aber es gibt eben auch einige Branchen, die immer noch einem ganz drastischen Nachfrageeinbruch unterliegen. Etwa Reisebüros, Busunternehmer oder Cateringfirmen und natürlich der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich. Und in diesen Branchen sind es doch ganz besonders die Solo-Selbstständigen, die oft durch das Raster fallen. Die haben nicht mal von den Soforthilfen profitieren können. Die haben meistens auch nicht allzu große Rücklagen. Wenn wir uns vorstellen, selbstständige Veranstaltungstechnikerinnen, Schauspieler, Messebauer, Dolmetscher, Logopädinnen, diese Menschen fallen sofort in die Grundsicherung. Das kann doch keine Perspektive sein, den Leuten zu sagen, dann beantragt halt Hartz IV, wir können euch nicht helfen. Gemeinnützige Strukturen wie das Jugendherbergswerk stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen Häuser schließen. Aber diese Strukturen müssen wir doch für die zukünftigen Generationen erhalten, gerade für die Kinder und Jugendlichen, deren Familien sich keine Urlaube leisten können und die angewiesen sind auf die Jugendherbergen. Und auch die Kultur ist systemrelevant. Und die Frage ist doch, haben wir nach der Krise noch eine vielfältige Kulturlandschaft? Die müssen wir doch erhalten. Und Herr Minister, jetzt haben Sie die Baubranche als eine Säule unserer Wirtschaft bezeichnet. Und das finde ich ja insofern spannend, weil diese Branche ja wie kaum eine andere für den Spalt in der Gesellschaft steht. Einerseits werden riesige Werte geschaffen mit Immobilienspekulationen, Bauen von Hotels, Eigentumswohnungen und Büros im überhitzten Immobilienmarkt. Geschaffen werden diese Werte aber immer öfter von Wanderarbeitern, prekären Niedriglöhnern und alles im Auftrag von Subunternehmen. In der hessischen Bauwirtschaft gibt es im Bundesvergleich niedrigere Löhne. Das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz lässt Lohndumping auf öffentlichen Baustellen weitgehend zu.
und die sagen, auch vor diesen Praktiken müssen die Beschäftigten in der Bauwirtschaft geschützt werden. Wenn sie denn eine Säule sind, dann nehmen wir das doch ernst und schützen wir die Beschäftigten auf dem Bau vor Lohndumping, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, gestern war ein historischer Tag. Das Atomendlager in Gorleben ist nach 40 Jahren vom Tisch. 40 Jahre Protest und Widerstand haben sich am Ende durchgesetzt. Und das, obwohl bereits viel Beton in und über dem Salzstock verbaut wurde, obwohl Gerichtsurteile gesprochen wurden und viele Fakten geschaffen wurden. Und das zeigt, politische Entscheidungen sind nicht unumkehrbar. Und das gilt auch für einen anderen, ebenfalls 40 Jahre alten Planungsdinosaurier, nämlich die A49 in Nordhessen. Ein überkommenes Autobahnprojekt, das mehr Verkehr in Nordhessen erzeugen wird, das ökologisch schädlich ist und verkehrspolitisch vollkommen kontraproduktiv. Schön, wenn die Landesregierung aus dem Corona-Sondervermögen Wald aufforsten will. Aber gleichzeitig sollen eben 85 Hektar Wald für die A49 gerodet werden, darunter Teile des Dannenröder Waldes, ein gesunder Wald mit bis zu 250 Jahre alten Bäumen. Aber noch ist der Wald nicht gerodet, und deshalb ist der Kampf auch noch nicht verloren. Und wir unterstützen die Bürgerinitiativen gegen die A49, und wir schicken Grüße in den Danni an die Aktiven der Waldbesetzung, meine Damen und Herren. Auch im Hambacher Forst, im rheinischen Braunkohlerevier, hatte RWE übrigens bereits das Recht zur Abholzung. Und doch breiter gesellschaftlicher Widerstand hat die Rodung verhindert. Und ich finde, das macht doch Mut, dass man Dinge auch verändern kann und dass man dafür aber gesellschaftlichen Druck braucht, meine Damen und Herren. Und deswegen unterstützen wir die Proteste auch am kommenden Sonntag im Dannenröder Wald. Ja, Sie reden, Herr Minister, Sie reden von Innovation und von Nachhaltigkeit. Aber dann lassen Sie zu, dass eine Autobahn gebaut wird und dafür ein Wald gerodet wird. Und das als grüner Minister. Was wir brauchen, ist doch einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Sozial und ökologisch, das geht nur zusammen. Und nur weil Sie sagen, Herr Minister, ich will jetzt Zwiegespräch nicht stören, nur weil Sie sagen, dass Sie bei der Energiewende so gut vorangekommen sind in den letzten Jahren. Ich will nur mal sagen, im letzten Jahr sind in Hessen ganze 4 Windräder entstanden, in Worten 4. Das hätte die FDP nicht besser gemacht. Ja, die FDP hätte vielleicht diese 4 auch noch verhindert. In Hessen hat beim Länderranking erneuerbarer Energien wieder schlecht abgeschnitten. Und, ja, ich verstehe die Kritik der FDP an diesem Minister eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, mit grüner Regierungsbeteiligung wird der Flughafen ausgebaut, die Verkehrswende stockt, der Verkehrssektor ist klimapolitisch weiter Hessens größtes Problemfeld. Und auch da ist doch gar keine Trendwende in Sicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch aufregt. Das ist doch ein Minister. So viel besser könnte das doch aus Sicht der FDP auch die FDP nicht machen in diesem Ministerium. Was wir brauchen, ist doch eine entschiedene Klimapolitik. Aber dazu muss man eben auch bereit sein, sich mit Konzerninteressen anzulegen. Sei es die Automobilindustrie, seien es die Energiekonzerne. Da muss man doch deutlich machen, dass eben nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern dass wir Umwelt und Klima schützen wollen. Und das geht eben nur, wenn man Kapitalinteressen in seine Schranken weist und deutlich macht, was Priorität hat, meine Damen und Herren. Und leider müssen wir feststellen, wenn Sie heute, Herr Minister, oft mehr über Ladesäulen als über Arbeitsplätze reden, mehr über Wärmedämmung als über die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, kaum Worte verlieren über Massenentlassungen in der Industrie und die verheerende Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche, aber sich dann in der Regierungserklärung freuen, dass Fahrradgeschäften, dass es denen in der Krise gut geht und dass Schuhgeschäfte ein Online-Geschäft aufbauen, da muss ich schon sagen, das ist dann schon eher die Karikatur eines grünen Wirtschaftsministers. Und nun sind Sie ja auch für den Wohnungsbau zuständig. Und für viele Mieterinnen und Mieter hat sich die Situation während der Corona-Krise ja auch weiter verschärft. Und die Lage war ja vorher schon verheerend. Viele Mieter wissen doch kaum noch, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder wie sie eine neue Wohnung finden wollen. In 6 Jahren Schwarz-Grün sind 31.000 Sozialwohnungen in Hessen verloren gegangen. Die Landesregierung setzt auf den Markt und versagt in der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum.
Und ich habe jetzt gerade in der Frankfurter Rundschau Ihr Interview gelesen, wo Sie sagen, es muss für einen Investor attraktiv sein, eine Sozialwohnung zu bauen. Ich finde, deutlicher kann man ja kaum formulieren, dass der Markt eben nicht für bezahlbaren Wohnraum sorgt, weil für Investoren Dinge sehr viel lukrativer sind, als Sozialwohnungen zu bauen. Und da stellt sich schon die Frage, warum soll es eigentlich Aufgabe des Staates sein, das Bauen von Sozialwohnungen für Investoren attraktiv zu machen? Warum bauen wir die nicht selber? Und zwar in viel, viel größerem Maßstab, als das heute der Fall ist. Weil heute gehen jedes Jahr mehr Sozialwohnungen verloren, als neue entstehen, meine Damen und Herren. Mieterinnen und Mieter brauchen Schutz vor Verdrängung. Und sie brauchen Schutz vor immer weiter steigenden Mieten. Und das ist gerade in der Corona-Krise. Jetzt kommen nämlich Folgen von Kurzarbeit, Einnahmeausfällen, Arbeitsplatzverlust noch obendrauf. Und da haben wir wenig gehört von der Landesregierung. Noch immer bleiben wichtige Städte, heute gar nichts, sonst wenig, noch immer bleiben wichtige Städte wie Gießen und Hanau bei der Mietpreisbremse außen vor. Andere wie Kassel fallen neuerdings wieder aus der Regel raus. Weiterhin gibt es kein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung. Weiterhin weigert sich die Landesregierung einer Debatte, um einen echten Mietendeckel. Und ich habe es schon erwähnt, immer fallen mehr Sozialwohnungen aus der Bindung als neue entstehen. Die Wohnungswirtschaft freut sich. Die Leidtragenden sind die Mieterinnen und Mieter, auch und ganz besonders in der Corona-Krise. Und hier brauchen wir eine andere Politik. Hier brauchen wir eine Politik zugunsten der Mieterinnen und Mieter, meine Damen und Herren. Und ich habe von der Karikatur eines grünen Wirtschaftsministers gesprochen. Zum Ende seiner Rede zitiert der grüne Wirtschaftsminister ausgerechnet den Gründer des Weltwirtschaftsforums, dem elitären Zirkel von Milliardären, Mächtigen und Unternehmen, die sich jedes Jahr im schweizerischen Davos trifft, begleitet von Protesten der antikapitalistischen Bewegung. Ich weiß nicht, warum Sie ihn zitiert haben, vielleicht weil er zweimal das Wort Grün in den Mund genommen hat. Mitglieder des WEF sind übrigens Unternehmen wie BlackRock, RWE, BP und die Deutsche Bank, bei der man sich ja nach jeder Enthüllung fragt, ob das noch eine Bank oder schon eine kriminelle Vereinigung ist. Muss aber offensichtlich auch kein Widerspruch sein, meine Damen und Herren. Ja, und Sie zitieren, so viel Strafe, so viel Verfahren wie gegen die Deutsche Bank laufen. Also, kein Widerspruch, alles klar. Kein Widerspruch von der FDP. Sie zitieren also den Gründer des Weltwirtschaftsforums, lieber Tarek Al-Wazir. Ich zitiere für mich lieber die Hessische Verfassung. In der heißt es nämlich, die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. Und ich finde, das sollte die Wirtschaftspolitik des Landes leiten. Mensch und Natur vor Ausbeutung zu schützen, eine gerechte Verteilung sicherstellen, sowohl des Reichtums als auch der Kosten dieser Krise. Vielen Dank.